Ich bin Paul von WatchMojo Deutschland und heute zeigen wir euch Top 10 schockierende Momente, in denen Promis dachten, das Mikrofon sei ausgeschaltet. Yeah, I can't read it. There's no words on it. Okay. Für diese Liste suchen wir nach Momenten, in denen bekannte Personen überraschende Dinge gesagt haben, ohne zu wissen, dass ihr Mikrofon eingeschaltet war. Wir schließen dabei Vorfälle aus, die vielleicht vorgetäuscht waren, da diese eine eigene Liste verdienen. Look in the camera, take a moment so we can come in on it, and then say, I'm lucky. Okay, I'm trying. I understand you're trying. You're maybe trying too hard. Welcher Moment ist euer Favorit? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Nummer 10. Mel Gibson erzählt, wie er sich wirklich über einen Interviewer fühlt. Mel Gibson ist sicherlich kein Unbekannter darin, schockierende Dinge zu sagen. Und dieser Vorfall aus dem Jahr 2010, bei dem Mel ein Schimpfwort im Live-Fernsehen sagte, reiht sich nahtlos in die unangebrachten Äußerungen des Schauspielers ein. It is a while back and you know, I've done all the necessary mea culpas, so let's move on, dude. Come on. Immer noch vor der Kamera und mit dem Mikrofon in der Hand, nach einem Chatsegment für WGN-TV, ließ Gibson seine wahren Gefühle für den Reporter Dean Richards durchblicken. Thanks a lot for joining us, Mel. Take care. Bye-bye. Asshole. Offensichtlich war der griesgrämige Schauspieler kein Fan von den früheren Fragen des Morgenmoderators. Obwohl Gibson später behauptete, dass die Bemerkung eigentlich an seinen Publizisten gerichtet war, weil er vor der Kamera Grimassen geschnitten hatte. Der Vorfall hat dem, sagen wir, vorbelasteten Ruf des Schauspielers aber dennoch nicht wirklich geholfen. Nummer 9. Jesse Jackson findet deutliche Worte über Barack Obama. Einen Präsidentschaftskandidaten zu kritisieren, ist sicherlich nichts Ungewöhnliches. Aber wenn ein verehrter Bürgerrechtsführer und öffentlicher Unterstützer dieses Kandidaten dies tut, nun, dann ist das anders. Unwissend, dass sein Mikrofon während einer Interviewpause mit Fox News noch an war, hatte Reverend Jesse Jackson einige harsche Kritikpunkte für den damaligen Präsidentschaftskandidaten Barack Obama, insbesondere seine Kommunikation mit schwarzen Wählern. Vielleicht am schockierendsten war die Wahl der Slangs, die Jackson verwendete. I have no idea why Jackson framed his comments that way. We invited the Reverend on the program this evening. He declined. Als Bill O'Reilly dann damit an die Öffentlichkeit ging, konnte er sich nur noch entschuldigen. When he does hear them, they will not be helpful. They will be hurtful, but we have a relationship that can survive this. Nummer 8. Justin Bieber regt sich über seine Kamerawinkel auf. Während viele wissen, dass Justin Bieber ein geschickter Sänger und Tänzer ist, wissen nur wenige, dass er auch ein Experte für Kamerawinkel ist. Naja, also zumindest hatte er nach seinem Auftritt in The Today Show von 2015 viel zu diesem Thema zu sagen. Nach einer Live-Darbietung von What Do You Mean war der Popstar nicht gerade glücklich mit dem Regisseur der Morgenshow. Als er dachte, dass die Sendung in die Werbung geht, aber sein Mikro noch an war, legte sich Justin mit dem Kameramann an und beschuldigte ihn, sich zu sehr auf sein Gesicht zu fokussieren. Ihn störte das, da er auch wollte, dass seine Tanzschritte gezeigt werden. Es kommt nicht oft vor, dass sich Prominente über zu viele Aufnahmen beschweren. Nummer 7. Chris Matthews Bemerkungen über Melania Trump. Wie sich herausstellte, sind selbst altgediente Journalisten nicht vor Missgeschicken am Mikrofon geschützt. Also zumindest nicht MSNBC-Moderator Chris Matthews, der während der Präsidentschaftsvorwahlen 2016 dabei erwischt wurde, wie er über die Frau des republikanischen Kandidaten Donald Trump, also Melania, sprach. We just heard from the likely nominee of the Republican Party. We will go to a break here. The discussion. Offensichtlich angetan von dem ehemaligen slowenischen Model, ist Matthews im Hintergrund zu hören, während Moderator Brian Williams spricht. Und Matthews lobt den Laufsteggang der zukünftigen First Lady. Eine Show, die er gerne mal sehen würde. Leider wurde dies eine weitere in einer Reihe von unangemessenen Bemerkungen des Moderators und führte zu seinem plötzlichen Rücktritt. Come in closer. Really close. What are you doing? I'm just kidding. You look great. Definitiv nicht der beste Look für einen politischen Kommentator. Nummer 6. Nancy Kerrigans Disney-Kritik.
Für viele weckt der Name Nancy Kerrigan Erinnerung an einen medialen Shitstorm rund um eine heimtückische Verletzung an, die auf ihre Eiskunstrivalin Tonya Harding zurückgeführt wurde. Woran sich die meisten jedoch nicht erinnern ist, dass die Weltklasse-Athletin oft für eine vermeintlich schlechte Einstellung kritisiert wurde. Ein für Kerrigan besonders unschmeichelhafter Vorfall ereignete sich 1994 während einer Parade in Walt Disney World. Neben Mickey Mouse sitzend wurde die Läuferin dabei erwischt, wie sie sich darüber beschwerte, wie kitschig und dumm die ganze Sache sei. Nancy erklärte später, dass die Bemerkungen nicht auf das geliebte Disney-Maskottchen abzielten, sondern darauf, dass ihr Agent darauf bestand, dass sie ihre Silbermedaille trägt. So viel also zum glücklichsten Ort der Welt. Nummer 5. Ernest Borgnines verrät zu viel. Wenn ihr nach dem Geheimnis der Langlebigkeit sucht, habt ihr hier Glück. I'm too sexy for my shirt. Too sexy for my shirt. Der verstorbene Schauspieler Ernest Borgnine hat 2009 in einem Interview in der Nachrichtensendung Fox and Friends scheinbar alles ausgeplaudert. In einem ziemlich amüsanten Moment wurde der damals 91-jährige Star unschuldig gefragt, wie er in der Lage sei, so jugendlich auszusehen und sich so zu fühlen. What's the secret? I don't dare tell you. Der Schauspieler hielt sich zunächst bedeckt, weil er wusste, dass seine Antwort nicht gesendet werden durfte, entschied sich aber dennoch dazu, sie trotzdem zu verraten. Mit einem flüsternden Ohr. Das Problem war, dass das Mikrofon seine nicht unbedingt arbeitstaugliche Antwort über Selbstliebe aufnahm und die Moderatoren und wahrscheinlich auch das Publikum zu Hause in einen Lachanfall versetzte. Have you ever been on YouTube? Haben wir erwähnt, dass dies im Morgenfernsehen war? Nummer 4. Christian Bale beschimpft einen Kameramann. Wie ernst nimmt Christian Bale sein Handwerk? Eine Antwort hat wahrscheinlich der Kameramann von Terminator, die Erlösung, Shane Herbert. No! No! Don't shut me up! Es kam zu einem heftigen Wortwechsel zwischen den beiden, als Herbert in Bales Blickfeld geriet. Naja, und dies ausgerechnet dann, als der Star eine Szene für das Terminator-Reboot von 2009 drehte. I was looking at the light. Oh, good for you! And how was it? Mitten in der Szene stoppte der Method Actor und legte los. Und das alles, während er sich in der Nähe eines Live-Mikrofons befand. I absolutely apologize. Sorry, I did not mean anything. Stay off the f***ing set, man. Was folgte, war ein profaner Zungenschlag von Bale, der fast 4 Minuten lang andauerte. I'm gonna f***ing kick your f***ing ass. You know, shut up for a second, alright? Und obwohl er sich später für seinen Ausbruch entschuldigte, sind wir uns ziemlich sicher, dass die beiden in nächster Zeit nicht wieder ein Filmset teilen werden. Nummer 3. Bill O'Reilly hat einen Nervenzusammenbruch. Bevor er seine beliebte Fox News Show leitete, moderierte Bill O'Reilly die Boulevard-TV-Sendung Inside Edition. I can't read it, there's no words on it. Während seiner Zeit dort erlebte der TV-Moderator hinter den Kulissen einen Nervenzusammenbruch epischen Ausmaßes, der auf Band festgehalten wurde. That's tomorrow, and that is it for us today, and we will leave you with a... I can't do it. Okay. We'll do it live. Okay. We'll do it live! Es begann damit, dass Bill Probleme mit seinem Teleprompter hatte, als die Show zu Ende ging. Verwirrt über das, was gezeigt wurde, stützte sich O'Reilly auf das Produktionsteam und schrie, dass er es live machen würde. Nachdem er die Bestie in seinem Inneren beruhigt hatte, konnte der TV-Veteran die Sendung mit einem Lächeln beenden. Obwohl uns etwas sagt, dass dieser Ausdruck nicht lange anhielt, nachdem die Show zu Ende ging. Nummer 2. Robert Durst gesteht scheinbar seine Verbrechen. Die Filmemacher von HBO's The Jinx erlebten eine faustdicke Überraschung, als der Protagonist der Sendung während der Dreharbeiten ungewollt eine Reihe von Morden gestand. I just got a text message saying Roberto has been arrested in New York. Die gefeuerte Doku-Serie von 2015 untersuchte 3 ungelöste Morde, bei denen der Immobilienerbe Robert Durst der Hauptverdächtige war, aber nie verurteilt wurde. Als er zustimmte, ein Interview für die Doku-Serie zu geben, stritt Durst die Anschuldigungen erneut ab. Aber es schien, als würde er sich in einer Lüge verfangen. I am going to go use the restroom, which is right here. Als er sich auf die Toilette zurückzog, ohne sein Mikrofon abzunehmen, hörte man dem Mogul ein ziemlich überzeugendes Geständnis murmeln. Kill them all. Of course. Er mag zwar das Gerichtssystem mehrfach besiegt haben, aber er ist kein Gegner für ein einfaches Mikrofon. Bevor wir nun fortfahren, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um kein Video von WatchMojo Deutschland mehr zu verpassen. Nummer 1. Donald Trump prahlt mit seinem Verhalten gegenüber Frauen. Während Donald Trump als Präsident zahlreiche kontroverse Aussagen gemacht hatte, kamen seine skandalösesten Kommentare zu einer Zeit,
als er auf einer Welle der Berühmtheit ritt. That was locker room talk. I'm not proud of it. Der Gastgeber von The Apprentice sprang in den Access Hollywood Tourbus, um seinen Gastauftritt in der Seifenoper Days of Our Lives zu promoten. You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. Aber was Trump off-Kamera zu TV-Moderator Billy Bush sagte, schockierte am meisten. Ein Live-Mikrofon nahm den zukünftigen Präsidenten auf, der damit prahlte, Frauen unangemessen zu begrapschen. Jahre später an die Öffentlichkeit gegeben, kreidete Trump es als Umkleidekabinengespräch an. Leider scheint Trump seine Hot-Mic-Lektion noch nicht gelernt zu haben. Do you like the book being on the desk or not? Would you rather have it not be? Maybe it looks better, it gives you something up here, right? Does it matter? Stimmt ihr unsere Liste zu? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Schaut euch auch diese Videos von WatchMojo Deutschland an und vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.